Nachdem wir letzte Woche die Arbeiter abgeschossen haben, gehen wir jetzt endlich bei den Produktionsgebäuden zu den Handwerkern über. Und hier wird es ja jetzt langsam ein bisschen komplexer, deshalb fangen wir jetzt an, eine Produktionskette nach der anderen einzeln zu betrachten. Und heute fangen wir an mit den Fleischkonserven. Die brauchen wir so für unsere Handwerker als auch für unsere Gelehrten, also gleich doppelt interessant. Und ich zeige euch zwei verschiedene Arten, wie ihr das Ganze produzieren könnt und auch wie ihr an Gulasch kommt, den wir für die Weltausstellung brauchen. Und ja, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank DAX. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei den Anfängertipps am Mittwoch. Heute mit den Fleischkonserven, beziehungsweise das Video kommt ja gar nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag. Ich hatte leichte Verspätung, ich habe etwas mit Sony Vegas zu kämpfen gehabt und dann noch mit meiner Impfung. Dementsprechend habe ich es leider nicht rechtzeitig geschafft und bin etwas ins Hintertreffen geraten. Aber ab nächsten Sonntag, beziehungsweise diesem Sonntag, kommen die Videos wieder pünktlich. Von daher, da sind wir wieder in der Reihe. Und ja, heute mit den Fleischkonserven. Ich habe euch erst einmal ein, in Anführungszeichen, konventionelles Layout mitgebracht. Das kann man hier hinten noch ein bisschen umbauen. Wenn man das Ding hier hinschiebt, dann müsste man sogar, wenn man hier die Felder ein bisschen umbaut, kriegst du sogar alle, fast alle Felder von der Rinderfarm hier rein, beziehungsweise die Rinderfarm generell überhaupt. Und das ist, sage ich mal, dafür da, wenn ihr wirklich, ich sag mal, standardmäßig Fleischkonserven produzieren wollt. So habt ihr in der Handelskammer alle Gebäude drin. Das Ganze sieht etwas unorthodox aus, funktioniert aber so super. Es gibt noch ein Layout, das hatte ich erst rausgesucht, da steht die Handelskammer aber hier und wir haben die Konservenfabriken nicht mit drin. Das Layout würde ich euch empfehlen, wenn ihr das ganz spezielle Item, das man super für Fleischkonserven nutzen kann, auf das ich gleich komme, noch nicht habt. Und hier könnt ihr dann, wie gesagt, schmeißt ihr hier einfach wieder ein Feras Azarami, Grüße an Abbott by the way, rein und dann ist gut. Wenn wir später noch ein weiteres Item kriegen, brauchen wir den ganzen Spaß nicht mehr. Wie gesagt, das Ganze sieht ein bisschen unorthodox aus, funktioniert aber super. Kleiner Tipp, zieht zuerst die beiden Farmen hier komplett rein und dann die äußeren. Dann funktioniert das Ganze ein bisschen besser, läuft ohne Silos das Ganze. Und wir haben hier hinten sogar noch ein bisschen Platz über. Dadurch, dass ich das ein bisschen umgebaut habe, ist sogar ein bisschen mehr Platz frei geworden noch, aber den kann man nicht sonderlich gut irgendwie jetzt noch nutzen. Deshalb hier nur, dass ihr seht, ein bisschen was bleibt über. Ihr könnt theoretisch auch mit Shift das einfach füllen, dann sieht es nicht so doof aus. Und als nächstes habe ich noch was vorbereitet für euch, und zwar, wenn ihr Gulasch braucht für die Weltausstellung. Dann gibt es die Möglichkeit, ich zeige euch das einmal über die Großküche, mit dem Marcel Fockers Koch für Berühmtheiten mit Schweinen und nicht mit Rind Fleischkonserven herzustellen. Der bringt außerdem noch 100% Produktivität, also ziemlich nice. Und Schweine sind einfach leichter zu produzieren als Rindfleisch. Den kriegt ihr über Besucherhilfen und natürlich über das Forschungsinstitut ganz normal. Und der lohnt sich dafür enorm. Weil, wie gesagt, Schweine, checkt auch gerne das letzte Video ab, da habe ich Schweine-Layouts gezeigt, sind einfach viel angenehmer zu bauen und zu produzieren als Rinder. Falls ihr das Ganze aber unbedingt mit den Rinderfarmen machen wollt, hier mal ein kurzes Layout, einfach mit ein paar Silos außen dran und gut ist, würde ich nicht einen riesen Aufriss drum machen. Wenn ihr es halt einfach nur für die Weltausstellung braucht, reicht sowas schon vollkommen aus. Dann könnt ihr einfach an so ein Lagerhaus, ne, ihr könnt das übrigens auch super hier so aneinander bauen. Also das funktioniert so ganz gut tatsächlich. Die Straße hier außen ist nicht zwangsweise relevant, aber so funktioniert das Ganze auf jeden Fall, ne? Die Silos sind ja auch hier außen angeschlossen. Wenn ihr das Ganze dann wirklich nur, ne, mit im Prinzip Paprika und Schwein macht, könnt ihr einfach ein Lagerhaus bauen daneben. Baut ihr 4 Paprika-Farmen und zieht dann einfach immer außenrum bis an die Kante vom Lagerhaus die Felder. Und so kriegt ihr ein super rechteckiges Layout, das ihr theoretisch auch immer wieder aneinander kopieren könnt, wenn ihr das so macht. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr Gulasch braucht, macht das genau so. Baut einfach ein paar Paprika-Farmen, dann habt ihr, holt euch irgendwo noch ein paar Schweine und macht so ein bisschen Gulasch mit Schweinen zusammen. Naja, darüber kriegt ihr ja auch gleich noch ein bisschen extra Wurst, also ziemlich nice.
Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Fleischkonserven. Die Fleischkonserven sind ja das, weshalb wir eigentlich hier sind. Und zwar, ich zeige euch einmal ganz kurz, welches Item wir dafür benutzen. Und zwar gehen wir dafür wieder einmal zur Konservenfabrik. Und das ist wirklich, ich würde sagen, eins der stärksten Items im Spiel. Und das, beziehungsweise gerade jetzt, wenn man noch viele Gelehrte baut für viele Einwohner. Und das ist Michel der Sternekoch. Michel der Sternekoch, den könnt ihr ab Handwerkern schon bei Eli Bleakworth erblättern. Natürlich, ne, Forschungsinstitut, Besucherhäfen gehen immer, aber ab Handwerkern bekommt ihr den bei Eli Bleakworth. Und nicht zu verwechseln, es gibt noch einen anderen Kollegen, der sieht genauso aus. Er kostet 300.000. Und das Schöne ist, was Michel uns ermöglicht, ist, dass wir statt Gulasch Schweine verwenden. Das heißt, wir sparen uns diese komplette Vorproduktion mit Paprika, mit Rindfleisch und auch natürlich dann mit den Großküchen und müssen einfach nur Schweine liefern. Wie gesagt, habe ich schon mal ein Video zu gemacht zu den Schweinen, verlinke ich euch oben in der Infocard, beziehungsweise habe ich euch schon verlinkt. Könnt ihr gerne abchecken und seht ihr genau, wie ihr da viele Schweine kriegt. Und ihr kriegt natürlich auch bei jedem zweiten Arbeitsschritt Wurst dazu. Ziemlich, ziemlich nice. Ne? Ein bisschen extra Wurst. Kann nicht schaden. Könnt ihr theoretisch dann sogar die Hälfte eurer Wurst, also wenn ihr jetzt Wurst produziert, könnt ihr theoretisch, wenn ihr noch 10 Schweine über habt für Konserven und die produziert, könnt ihr nochmal 5 Wurstfabriken abreißen und könnt dadurch wieder mehr Fleischkonservenfabriken bauen und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich, ziemlich cool. Es gibt noch ein weiteres sehr nices Item, wenn man so ein bisschen wenig Eisenerz und so hat. Und das ist Mrs. Mason, Koryphäe der Hauswirtschaft. Da braucht ihr statt Eisen Mehl. Das Ganze ist natürlich lange nicht so platzeffizient, lohnt sich dann, wenn ihr zu wenig Eisenerz habt am Anfang vielleicht, beziehungsweise generell. Oder wenn ihr einfach Tortillas noch abgreifen wollt für die Weltausstellung. Das kann natürlich auch super funktionieren. Ich persönlich nutze sie nicht, denn ich habe einfach mittlerweile dadurch, dass man auch mit dem Forschungsinstitut die Minen drehen kann, einfach genug Eisen. Und deshalb ist die für mich komplett irrelevant, aber nur um es mal zu zeigen, ihr könnt das Ganze auch mit Mehl machen und extra Tortillas für die Weltausstellung abgreifen, also durchaus, durchaus interessant. Allerdings natürlich Mehl deutlich, deutlich platzintensiver. Dann haben wir natürlich wieder hier so, ne, Feras und so, bla bla bla. Und wir haben noch The Cutting Edge. The Cutting Edge kriegt ihr auch übers Forschungsinstitut oder über die Weltausstellung, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, über die prächtige Wissenschaftsausstellung. Und das bringt uns 40% Produktivität und minus 50% Arbeitskräfte erforderlich. Ich persönlich nutze immer The Cutting Edge, Feras Aserami und den Michel für meine Konservenproduktion, die ja zum Teil auch schon wirklich, die ich zum Teil auch schon mal richtig hochgetrieben habe, weil ich ja eben auf die 1 Million Einwohner mit Gelehrten gegangen bin und da braucht man einiges an Konserven. Es gibt noch Elmas elektrischen Ofen, den kriegt ihr auch über die Weltausstellung, bringt allerdings weniger Arbeitskraft und die 30% Brandgefahr sind in der Regel für mich zumindest nicht so interessant. Alle weiteren Items, die ihr hier kriegt, sind zum Beispiel eine Hebehühne einfach nicht so stark. Deshalb Feras, Michel, Cutting Edge. Und wenn wir das Ganze dann aufbauen, sieht das wie folgt aus. Wir haben in der Mitte eine Handelskammer, logischerweise, und wir kriegen 16 Produktionsgebäude, also Konservenfabriken, in den Kreis mit rein. Ich habe jetzt hier außen immer noch eine Feuerwehr mit dran gestellt. Wenn ihr Kindersicherung habt, könnt ihr die auch einfach noch durch ein Lagerhaus ersetzen. Ne, lieber 1-2 Lagerhäuser zu viel als zu wenig. Und dann jeweils einfach 2 längs und 2 quer. In der Mitte habe ich immer schon Platz gelassen, dass die Handelskammer in den Palast kommt und dass die Zentralmagazine auch wirklich an jede Konservenfabrik drankommen. Und ihr könnt das Ganze natürlich noch an Strom anschließen. Das ist aber, ja, das ist ja generell so. Also ihr könnt jetzt hier, ne, noch ein Kraftwerk außen mit dran setzen. Wenn ihr hier außen ein Kraftwerk dran setzt, kriegt ihr damit auch alle Produktionsgebäude. Das Ganze geht natürlich auch ganz normal mit einem Gaskraftwerk. Würde ich auf Produktionsinseln allerdings von abraten. Ich nutze das eher für meine Bewohnerinseln, weil man da einfach ein bisschen schwerer die Schienen durchkriegt. Und so produziert ihr easy peasy Konserven. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das auf meiner Produktionsinsel aussieht, auf New Bottle.
Ne, hier ist eine Menge, hier ist eine Menge, 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 Menge los. Und ich habe hier halt wirklich ein Circle nach dem anderen aneinander geknallt. Hier habe ich die Konservenfabriken tatsächlich ein bisschen anders gebaut, weil ich hier nicht so Platz hatte für dieses modulare Bauen. Ne, ich habe die hier einfach außen dran geknülst, obendrauf noch zwei. Hier oben hat das Ganze nicht so richtig gepasst, weil ich halt noch Schweine mit drauf geklemmt habe. Deshalb, ne, die Layouts könnt ihr so benutzen. Am Ende ist es aber oft so, dass man die Sachen dann doch etwas, ja, dynamischer baut. Das Ganze sind jetzt hier sogar zwei Konservenfabriken mehr. Aber wenn man es schick baut, symmetrisch mit Layout, dass man direkt auch das nächste dran kopieren kann, dann ist in meinen Augen das hier die bessere Wahl. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach, ne, Handelskammer außen dran zwei, vorne nochmal fünf vor und oben dran gehen auch nochmal zwei. Das Ganze funktioniert hier oben jetzt halt nicht, weil hier auch noch meine Schweine rumdödeln. Und hier sieht man auch, ah ne, hier habe ich sogar eine innovative Druckerpresse drin, nicht mal ein Cutting Edge, also sogar sehr ineffizient, aber Feras Al-Zerami und Michel den Sternekoch. Und ja, so produziert ihr Konserven, Gulasch und das Ganze tatsächlich nur mit Schweinen, also ohne diesen ganzen Kram hier drumherum, also deutlich, deutlich platzeffizienter. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch nutzen und versorgt easy peasy eure Handwerker und eure Ingenieure. Und ich nur mal, um euch so ein Beispiel zu geben, so ein Produktionskreis bringt jetzt hier 46 Tonnen Fleischkonserven pro Minute. Das versorgt sehr, sehr sicher eine komplette Gelehrteninsel zum Beispiel. Dementsprechend natürlich auch locker die Handwerker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir sind unterwegs, ja, so langsam, langsam, langsam Richtung 900 Abonnenten. Die 800 haben wir ja jetzt letztens geknackt. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens Samstag im Stream. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß bei Anno und ciao, ciao.